So, da sind wir wieder, Leute. Ja, ich habe jetzt zwischen den Ladescreen quasi einen Tag Aufnahmepause gemacht. Ich bin mir also wieder da, endlich. Es läuft alles super. Ich habe meine Waffe. Oh. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es vielleicht auch zwei Tage Aufnahmepause war. Deswegen muss ich erstmal kurz wieder reinkommen. Aber das geht ja schnell, indem wir einfach mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Hier einen kleinen Pinsel. Können wir damit auch was machen? Haben wir irgendwo Farbe? Nee. Ist auch ziemlich steif. Ist halt schon ziemlich alt. Ah, ich freue mich schon, endlich weiter zu spielen. Ich habe jetzt tatsächlich im Stream Half-Life 2 zu Ende gespielt. Also Teil 1. Also Half-Life 2 halt zu Ende gespielt. Weiß jetzt also wieder, wie das Ende wenigstens war, bis wie die Zitadelle und so weiter zerstört wurde. Dementsprechend habe ich jetzt kleines Hintergrundwissen, was das angeht. Was schon mal geil ist, das zu wissen. Und werde aber morgen, also quasi nachdem ich hier wieder was aufgenommen habe, noch Episode 2, Half-Life 2, Episode 1 und Episode 2 spielen. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, das ist so eine Munitionskiste. So, aber einfach mal wieder reinkommen, indem man hier ein bisschen was übt. Woo! Yeah! Zu mir! Ich kann es doch so machen. Haha! Fühlt man sich ein bisschen Spider-Man. Geil. Okay, ich bin wieder voll drin. Bin wieder voll im Game. Perfekt. Huch. Na gut, dann lasst uns mal weitergehen. Ja, wir haben ja jetzt ordentlich was geschafft. Ja, eigentlich soll ja Licht automatisch angehen. Haben wir die Lampe noch drauf? Die soll ja eigentlich automatisch angehen, wenn es zu dunkel wird, ja. Ich finde es hier sehr dunkel. Dann lieber hätte ich mir gewünscht, dass ich die selbst anmachen kann, aber naja, gut. Wait, is that a dead Combine soldier? Ja, sieht so aus. When you guys were off stealing the reactor, I saw the Combine moving supplies in here. So, I guess they're interested in this place again. Right, we'll keep an eye out. Something's definitely up. Interessant, oder? Interessant. Hat er irgendwelche Waffen? Erstmal ja, wird durchkommen. Irgendwelche Waffen? Du geile Sau? Was ist denn das für... Was hat denn der hier? Da war mal was dran, ja. Oha, hier ist ein Tank. Okay, ein Tank ist also dran. Ha. Na, ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegt man ja noch eine coole... Lol, ich dachte gerade, das ist eine Brechstange. Ich muss ehrlich sagen, einer der größten Mangel... dass das Spiel hat, neben der Synchronisation, weil die nicht vorhanden ist, finde ich, dass man keine Nahkampfwaffe hat. Ist irgendwo traurig. Finde ich. Kann ich hier aufheben? Nein. Okay, dann lass uns mal gucken, ob ich hier rüberkomme. Jo. Okay. Hör mal lieber meine Waffe raus. Ich muss erstmal wieder reinkommen, wir werden bestimmt gleich sterben. Kannst du mal Licht anmachen? Das wäre geil. Alex, Manhack, watch out! See it. Oh nein, nicht die Dinger! Oh, scheiße. Die Teile, ne? Das kann ja witzig werden. Ist hier irgendwo was? Was ist das denn? Achso, nichts Besonderes. Munition, habt ihr Munition für mich? Ah, die Teile, Leute. Ich weiß nicht, ob man die jetzt noch... Hier seht ihr es ganz gut. Kann ich es hochheben? Nicht wirklich. Ich kann es nicht hochheben, aber ihr seht ja. Hier. Das sind die Klingen. Die drehen sich um die Dinger herum. Und damit können die mir den Kopf abschneiden. Wäre nicht so schön. Wegen Munition oder sowas. Komm mal her, du. Ich möchte halt auch gerne mehr Polymere kriegen. Einfach um meine Waffen zu verbessern. Das ist halt geil. Waffen verbessern ist immer geil. Haha! Nummer 1. Da ist doch bestimmt Polymer drinne. Mist. Doch nicht. Okay, ich dachte gerade, das ist eine Hand, aber es ist bloß ein Handschuh. Polymere sind ja immer übelst gut versteckt. Das muss man schon zugeben, ne? Okay.
Kontaminierte Zone ist hier. Ja. Die Dinger frage ich mich, ob ich die irgendwie aufkriegen kann. Wahrscheinlich nicht. Okay, so, right now, what it's like to live on Earth on a scale of 1 to 10. I'd say right at 2. Yep, could always get worse. What would you rate it before the Combine showed up? Ooh, that's a toughie. I don't know. Good day? I'd say 6. Yeah, strong 6. 6? That's not great. Well, that's life, Alex. You know, it's not always great. Well, maybe we get the Combine off Earth and we could shoot for, like, an 8. You know? Ooh, an 8. Yeah, that really would be nice. Also, very nice. Wenn man bedenkt, dass es vorher eine 2 war, also jetzt eine 2 ist, dann ist eine 6 schon sehr gut. Hier unten sieht ziemlich abgefuckt aus. Gucken wir mal hier oben. Dann sieht es aber auch ziemlich abgefuckt aus. Muss ein bisschen gucken, ob hier irgendwo Sachen sind, die man gebrauchen könnte. Ich kann ja nicht alles gebrauchen, ich bin nämlich ein armes Schwein. Hast du irgendwas? Nein. Hast du irgendwas? Nein. Die Masken werde ich nicht nochmal aufsetzen. Ich habe in der Aufnahme gesehen, dass die doch ziemlich nervig aussah. Für mich im Kopf sah es jetzt nicht ganz so schlimm aus. So, dann gucken wir mal. Oh, was Neues. Was Neues. Ich kann das hier drehen, dann soll ich das hier nehmen. Ach du Scheiße, da hängt ja schon wieder einer. Die hängen ja überall. Verbindung setzen. Ne, das ist rot. Ach so. Das zu blau. Ja, jetzt habe ich mir natürlich die Farben nicht gemerkt. Kann ich es nochmal rückgängig machen? Rot zu rot. Oder auch nicht. Okay. Das sind das zwei an... Ach so. Nee. Warte mal, dann müssen die dahin. Oder auch nicht, dann müsste der dahin. Genau, und der dahin. Aha, ich bin ein cleverer Hacker. Hallo? Hallo? Das will ich haben, danke. Da unten müssen wir gleich nochmal gucken gehen, da freue ich mich schon drauf. Erstmal hier gucken. Polymer, ich sehe es doch. Das Gefühl, irgendwie in der Ecke irgendwie immer was zu sehen, aber da ist nichts. Na gut. Hör mal irgendwelche Geräusche, ey. Okay. Was für ein komisches Ding. Ein Polymer drinne? Kotzt mich an! Polymer? Nein. Hm. Vielleicht sah noch. Ey, da kriegt doch irgendwas rum da drinne. Komm raus jetzt da. Ich kann dich hören. Nein. Nein. Hier muss doch irgendwas sein. Ey, irgendwann muss doch mal in so einer Schublade was drin sein. Das kann nicht sein, dass die leer sind. Ach übrigens, die sollen ja jetzt smoothes Drehen reingemacht haben. Also ein paar Updates gab es jetzt schon. Ganz am... Oh, endlich mal was drin. Also ich habe halt gesehen, ganz am Anfang, wo da stand, es sind 5 Jahre... nachdem die Zitadelle zusammengebrochen sein soll. Das war anscheinend ein Übersetzungsfehler. Das sollte eigentlich bedeuten, 5 Jahre bevor die Zitadelle zerstört wurde. Ach, scheiße. Ach, ich bin scheiße. Oh, nee, das ist eine Dose. Aber die ist geil zum Zerdrücken. Oder auch nicht. Ah, okay, zerdrückt. Gut, dann haben wir nichts mehr. Ein bisschen Munition gefunden, wo ich schon wieder einen Schuss verbraucht habe. Ansonsten ist hier erstmal nichts. Das ist ein bisschen schade irgendwie. Dafür, dass wir hier uns reinhacken mussten. Wirklich schade. Man hackt sich hier irgendwo rein, aber irgendwie kommt nichts. Aber vielleicht haben wir hier noch was. Nein. Ah. Wenigstens da haben wir schon 2 Polymere gefunden. Das ist doch schon mal was. Da kann man nicht Nein sagen zu. So, dann wollen wir mal da runter gehen, Leute.
Wie sieht's mein Leben aus? Ich hab noch volle Herzen. Ja, doch. Ist da unten der reguläre Weg oder ist da hier der reguläre Weg? Ne, hier ist. Hier ist Ende im Gelände. Naja. Okay, hier ist Ende im Gelände. Gibt's da noch was? Nee, oh, da ist noch eine Flasche, würde ich gerade sagen. Okay, dann halt da unten lang. Ja, wir sind wieder so eine Fressviecher. Hier ist wieder saudunkel. Oh Gott. Oh. Holy. Ich. Es sind ja alles Combine-Mitarbeiter, das ist alles okay. Solange es nicht unsere Freunde sind, ist alles okay. Aber ich dachte, die fressen die, aber scheinbar ja nicht. Hat er noch irgendwas? Nein. Oh, Polymer! Nein! Mein Polymer, du Arschloch! Lass ihn los! Was? Vielleicht sollte ich die lieber töten, weil ich bin mir nicht sicher, wenn jetzt hier ein Gegner kommt und ich zurücklaufen muss, renne ich voll in die Falle rein. Ich töte die lieber mal. Und Nummer 4. 4 Schuss. Vielleicht lassen sie auch was fallen. Abgesehen von der ekelhaften Blutdusche. 3, 4. Blutdusche. Geil, lecker. Haben die irgendwas? Hat der irgendwas? Vier. Die lassen ja überhaupt nichts mehr fallen. Sonst haben die mal was fallen gelassen. Vielleicht ist es auch übertrieben hier. Die ganze Zeit so Geräusche. Ja, ob das eine gute Idee ist, was ich hier mache. Meine schöne Munition. Wenn die wenigstens was fallen lassen würden. So ein Schädellicht darum, ja. Ich muss mich ja ganz kurz ein bisschen beruhigen. Oh. Wenigstens eine kleine Patrone. Ich drücke die ganze Zeit die Waffe so übelst fest in die Hand, was total schwachsinnig ist. Weil wenn wir mal ehrlich sind, das braucht man ja nicht machen. Was ja auch was Gutes. Das ist auch was richtig Gutes. So, ich mach da nochmal ganz kurz. Ach, da waren es 3 Schuss. Okay, warum nicht? Habe ich wenigstens ein volles Magazin jetzt. Wie viel Muni habe ich denn noch? 70, ja, also 80 mit dem Schuss, die ich noch habe. So, da lang, da ist auch schön hell, das wäre ganz gut. Man fragt sich immer, wo ist der Hauptweg? Hallo? Ja, sowas ist auch gut. Bin jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger irgendwie. Weil wahrscheinlich wieder frisch reingekommen ins Spiel, da ist man immer ein bisschen vorsichtiger. Ha! Kann nie wissen, ob man das mal braucht. Ich dachte, das ist Polymer, aber ist kein Polymer, ist nur so eine billige Dose. Oh, Munition. Hm. Ja, kein Polymer oder irgendwas? Sonst waren in solchen Extra-Räumen doch immer so was Schönes drin. Ja, Munition, gar nichts. Was? Achso. Ah, da ist doch ein Polymer. Wie viel haben wir denn da jetzt? 21. Nice. 21 Polymer. 21 Polymer. Okay, ich wollte mal gucken, ob das irgendwie aufgeht, aber tut's nicht. Oben vielleicht irgendwo was. Auf. Wer hätte gedacht, es geht nicht auf.
Also ein sinnloser Raum. Keine Gegner. Keine Polymere. Also doch, einer war ja da. Ja, gehen wir mal weiter. Oh. Oh, Medic! Shit. Oh, Leute, der Schatten hat mich irritiert gerade. Oh. Alter Falter. Und hier noch einer. Oh, shit. Nein. Oh nein, das ist wie bei Star Wars, wo man die Dinger treffen muss. Wo Luke trainiert, die Schüsse zu treffen oder so. Oh, Alter, die haben mich gesäbelt, ne? Hm. Okay. Muni kann ich... Ich weiß nicht, ob ich gerade Muni verschwendet habe. Wahrscheinlich schon. Guck mal, ich könnte theoretisch auch mich so warpen. So jumpen. Ich weiß, da oben ist ja auf jeden Fall was. Also ich jump mich mal hier durch die Gegend, dann bin ich ein bisschen schneller. Das ist auch wie witzig, wenn man dann schneller ist. Und dann kann ich hier mal ein bisschen meine Wunden lecken. Tut mir leid für das kleine Fieder, aber... Ist wichtig, Leute. So, natürlich wieder zumachen. So. Genau, ich wollte ja mal ganz kurz was gucken, Leute. Wir haben ja, wie gesagt, es ist ja ein Update gekommen. Außerdem gibt es hier bei Leistung, das habe ich gar nicht gesehen, ich bin über hohe Qualität. Es gibt aber noch erweiterte Einstellungen. Ich glaube hier. Ja. Textur Ultra. Schatten hoch. Audio hoch. Was könnte das bedeuten? Na gut, wollte ich aber gar nicht gucken, sondern ich wollte eher das Zuschauen gucken. Zuschauer hat Mittel, Zuschauerklettung hoch, okay. Das ist auch alles so okay. Wo ist denn das dann? Wo ist denn dieses komische Drehen? Das soll ja gesmoothed worden sein, habe ich gehört. Bewegung und laufend bewegen, das habe ich. Vordrehung. Fortlaufende Drehung. Ach, das ist wahrscheinlich dieses Move. Vortige Drehung 45 Grad. Laufen. Okay. Kann noch nicht runterscrollen. Irgendwie, ich kann nicht. Winkelgeschwindigkeit der laufenden Bewegung. Ich mach das einfach mal. Okay, nee, das ist dann doch nichts für mich. Das ist dann doch irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Also, das wirkt eher sehr, sehr kotzerisch. Da muss man einfach sagen. Dann bleibe ich bei den 75 Grad. Ich benutze es ja nicht sehr oft. Ich benutze es ja wirklich nicht sehr oft. Nur wenn ich mich halt mal wieder korrekt hinstellen möchte. Ich warp mich mal ein bisschen. Es geht ein bisschen schneller. So. Dann sind wir wieder hier, Leute. Ah. Das sieht doch gut aus. Komm her. Scheiße. Komm jetzt hier durch das Gitter durch. Komm. Aha. Irgendwas? Was denn? Achso, ne. Was ist denn hier los, Alter? Ach, das doch. Mann, ey, da kriegt man ja richtig Schiss. Wenn nur der hinter einen auf einmal so rumpelt. Ich will Polymere haben. Oh, schön hier, schön. Oh. Entschuldigung. Ja, was ist denn das? Was ist denn da los, da hinten? Gott, der ist aber schon lange hier tot. Der ist nicht neu. Oder hinten nicht irgendwas. Ha! Ein Polymer! Na gut, da muss ich jetzt nicht mehr lang. Das Polymer habe ich mir schon besorgt. Alter. Die Geräusche. Sind das Explosionen oder läuft da irgendwas Großes lang? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich weiß nicht mal, ob ihr das überhaupt so hören könnt. Für mich ist das auf jeden Fall sehr krass laut. Also nicht sehr krass laut, aber ihr wisst schon, was ich meine. Was oder was an deiner Brust, oder? Ich sehe doch da was an deiner Brust. Alter, hör doch mal auf so zu rumpeln. Wenn ich hier drauf drücke, gar nichts, okay.
dachte, das Licht anzumachen wäre geil, wenn das gehen würde, wenn ich das selbst bestimmen könnte. Das wäre richtig gut. Die Polymere haben. Keine Polymere? Hallo? Ein Raum? Wow. Ach, na geil. Eine Patrone. Wie viel habe ich denn? Wie viel Schuss habe ich denn? 14. Wow. Werd bekloppt. 14 Schuss. Ja, was ist, wenn ich das anschieße? Ich habe das mal gesehen im Trailer. Geht das auch bei Leichen? Oh ja. Geht auch bei Leichen, Leute. Gut zu wissen. Das Gerumpel, ey. Okay. Whoop. Ach du Scheiße, der hat so ein Ding drauf. Hat der irgendwie. Der hat eine Schwachstelle am Arm, aber die treffe ich nicht. Weil ich scheiße bin. Die Schwachstelle sieht man im helllichten Licht gar nicht so gut. Alter, ich treffe die einfach nicht. Okay, jetzt ist das Vieh natürlich so tot. Okay. Das Vieh war ja gerade tot. Sehr gut. Muni oder so. Lassen einfach nichts mehr fallen. Unglaublich. Da habe ich gar nicht hingeguckt hier in die Ecke. Irgendwas Muni-technisch, irgendwas Geiles? Nein. Ich bin so Muni-hungrig. Hier ist da bestimmt Muni drin, aber ich bin so klein. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich bei anderen Let's Playern geschaut habe, dass sie irgendwie größer sind. Aber ich bin richtig eingestellt. Die sind einfach wahrscheinlich nur größer als ich. Ich bin einfach ein kleiner Zwerg, der das spielt. Überall Leichen. Denkst du, du gehst schön in die Ecke, da findest du so ein Polymer, aber ist nicht so. Ich habe ja echt ein bisschen Schiss, ne? Huch. Aha. Denkst du, ich sehe ich nicht, hä? Oh, Alter, hat mich das jetzt erschreckt. Oh Gott, ey. Das hat mich richtig erschreckt gerade. So, versuchen wir mal, da seinen Arm zu treffen. Sehr gut. Und da ist auch der kleine Freund. Das hat mich richtig erschreckt gerade. Wo kommst du denn her? Huch, der lebt ja noch. Huch. Süß. Ganz schön viel Schuss verbraucht dann für den. Langsam gewöhnt man sich an die Sprungviecher. Das geht dann schon noch. Dass die alle keine Munition mehr haben, kotzt mich richtig an. Ist irgendwie auf? Nee, nichts zum Aufmachen dran. Ich brauche Muni. Please, give me Muni. Also hier geht es wahrscheinlich regulär weiter, weil da ist ein Henkel dran. Wolche. Aber ich glaube, das sollen eher Explosionen darstellen. Vielleicht was drin? Übelst starke, mit einer Hand reiße ich das raus. Nix drin. Nix drin. Polymer. Deckel. Topf. Munition! Ja, gib mir die Munition. Nichts. Mal auf. Ah, oh, jetzt habe ich gerade was umgeworfen. Ich glaube, das war meine Trinkflasche. Das ist die Gefahr von VR-Spielen. Alles wirft man um. Ha! Polymer!
26, oh yeah, da können wir auf jeden Fall Dauerfeuer einstellen. Oder halt was anderes für die Pumpgun. Oder vielleicht kriegt man ja noch eine andere Waffe. Das hier würde ich gerne ein bisschen mit mir mitschleppen. Vorher gucke ich hier nochmal rein. Aua, oh, ich bin zu klein einfach. Unfair. Das ist unfair. Was, ich kann nichts dafür, dass ich so klein bin. Stell dir vor, ein Kind spielt das. Ist das bestimmt freigegeben ab 10 Jahre oder so. Ein kleines Kind spielt das. Und dann? Was dann? Ne? Der kann doch gar nicht reingucken. Der ist viel zu klein. Alter, muss ich mich... Okay, ja, so, jetzt, ich nehme dich jetzt mit. In die Richtung rollen bitte. So ist gut. Natürlich geht die nach innen auf. Ist ja klar. Oh shit. Warte, wir machen das so. Den tun wir da an die Ecke, dann sehen die das nämlich nicht. Kommt ruhig. Ach, die sind da eingesperrt. Lol. Guck mal, wie sie sich da durchsägen wollen. Ihr geht nach unten. Munition gespart, Leute. So macht man das. So. Das sah so glänzend aus, als wäre das ganz neu. So, wenn das jetzt mal eine Nahkampfwaffe wäre, das wäre schon geil. Ist aber leider keine. Hier geht's ja gar nicht weiter. Moment. Bin ich doch falsch? Hä? Aber wenn das jetzt hier falsch wäre... Da ist ein Rad. Aber wenn das hier falsch ist, dann muss ich sie doch irgendwas geben. Muss ich dieses Rad mitnehmen? Für irgendwas? Mal ganz kurz hier ein bisschen Platz machen. Mal ganz kurz mal in die Mitte meines Raumes gehen. Damit ich mich ein bisschen bewegen kann. So. Weg damit. Das muss ich doch irgendwo dran machen. Kann man das theoretisch eigentlich irgendwo reinstecken? Aha! So. Dann machen wir noch was ganz Cleveres, weil ich clever bin. Oh, Alter, diese Explosion. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Bitte zu mir, danke. Wir nehmen dich jetzt mit. Auf eine Reise. Ich hoffe, das ist okay, Leute, dass ich das mache. Dass ich mich auch mal teleportiere. Es wirkt ein bisschen unrealistisch, aber es geht halt einfach schneller, weil man ist halt einfach langsam wie Sau. Bitte einmal richtig hinstellen. Danke. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Oh Gott. We get the Combine off of Earth, what are you gonna do? I'm going full production mode on the Russells, of course. Oh, of course. You'll be sitting on a landmine. Gold mine, yep. So here's the plan. Conservative estimate, I figure 1 year to get the world unconquered by the Combine, get them off the planet. So that's year one, then another year to mass produce the Russells. Although, just quietly, we will need to rebuild society first, you know, to get some basic infrastructure, jobs, money, that sort of thing. Otherwise people won't be able to buy them, you know. So, yeah, 3 year plan. Let's slot the infrastructure thing in for year two. Oh, yeah, definitely. You're gonna want to put that in year two. Na gut, abgesehen davon, dass sie es in 5 Jahren nicht geschafft haben. Brauche ich, aber es ist nun mal so. Hua! Da hinten liegt es bestimmt sehr gut. Da ist da bestimmt was drin. Und auch nicht. Ich bin so richtig faules Schwein geworden, seitdem ich diese coole Move habe. Der ich anfangs echt dachte, der ist kacke, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Und dann ist es wieder gut, muss man mal sagen. Geh mal hier hoch, kletter ein bisschen hochklettern. Wir haben überall diese Dinger hingesetzt, damit man irritiert wird und abgelenkt wird und falsche Sachen hochhebt. Das ist etwas, was definitiv darunter gehört.
Dass hier nichts gibt, ist aber ein bisschen traurig. Was soll ich dazu sagen? Es ist traurig. Wo ist denn das Fass hin? Weißt du? Hier muss ich jetzt echt hier langlaufen? Das ist schon ekelhaft. Ekelig. Wo ist denn mein Fass? Na gut, dann würde ich sagen, let's jump, ey. Hui. Oh, mein Licht ist angegangen. Ja.